Oettinger in der obersten Spielklasse spielt, hat der Meister aus Hütteldorf noch nie in Ried gewinnen können. Ja, es ist fast jede Woche so, dass mit irgendeiner Statistik daherkommt und ich sage immer, das interessiert mich eigentlich nicht, diese Statistiken. Ich halte nicht viel von Statistiken, denn zumeist wird das Spiel am Platz entschieden. Nicht lachen, Herr Dokopil. Bisher 3 Rapid-Gastspiele in Ried, der Erfolg mäßig. 1 Niederlage, 2 Unentschieden. Es muss sich etwas geändert haben beim Rekordmeister. Was soll sich geändert haben? Da kann man heute nichts machen. Warum kann Rapid in Ried nicht gewinnen? Eine oft gestellte Frage in Hütteldorf. Nerven diese Fragen, ne? Wahnsinnig. Ja, und der genervte Peter Stöger, der konnte heute von Beginn an nicht spielen. Er war ja angeschlagen nach dem Länderspiel gegen Slowenien. Ried-Komplex zum einen, dazu 183 torlose Minuten zum anderen. Das war Grund genug für Ernst Dokopil, es heute von Beginn an gleich mit 3 Stürmern zu probieren. Ja, und den einen haben wir hier, das ist René Wagner, zuletzt gesperrt gewesen, heute wieder dabei. Dazu auch der lange Zeit verletzt gewesene Christian Stumpf und Marek Bengtsa. Also, Rapid in Ried heute total auf Offensive eingestellt und Didi Kübauer, er ist auch wieder dabei und viele, viele Schlachtenbummler aus Wien heute im Innviertel. Die Rieder Schneider bis zu Beginn ganz in Weiß mit der ersten Möglichkeit. Schütterle hat geschossen nach Vorarbeit von Waldhör. Das Match offen in der Anfangsphase. Noch einmal diese Aktion. Schütterle, ein dominierender Mann der Rieder im Mittelfeld. Ja, was passiert denn da? Andrzej Leszczak gleich in der Anfangsphase verletzt. Und die Hütteldorfer über Prosenik. Stumpf! Und die ganz große Chance nach 5 Minuten. Für Rapid in Ried in Führung zu gehen. Christian Stumpf. Und dann muss Andrzej Leszczak vom Feld. Radajczy kommt. Verletzung, Bauchmuskelzerrung war doch etwas ärger. Dann Bengtsa. Weicht zwar immer wieder über links aus. René Wagner. Fußabwehr von Ronald Unger im Tor der Rieder. Immer wieder einige harte Duelle in diesem Match. Schauen wir uns auch diese Szene noch einmal an. Von Bengtsa wunderschön freigespielt. Fast alles richtig gemacht, René Wagner. Aber nur der Unger, er war dazwischen. Da ist Oerlemans, einer der Stürmer, der Rieder von Klaus Heutinger, heute nicht aufgeboten. Er hat am Dienstag einen Ausflug nach Amsterdam gemacht, verbotenerweise. Daher Oerlemans nicht einmal auf der Bank. Und das war die nächste Rapid-Chance durch Herraf. Eckball Prosenik. Wieder Herraf. Der ein bekannt guter Kopfballspieler. Und noch einmal diese Szene. Rapid mit den besseren Möglichkeiten in der ersten halben Stunde. Dieser Kopfball von Herraf. Dann auf der anderen Seite Walter Waldhör, heute nicht zu bremsen. Immer wieder geht er rechts. Michael Konsel, immer Tor. Der Hütteldorfer Freistoß Drechsel. Wegschien. Einer der beiden Manndecker, der Pole. Eine Verstärkung. Der Innviertler ist er erst im Winter gekommen. Noch einmal. Dieser Kopfball. Konsol braucht da nicht eingreifen. Bengtsa läuft sehr viel. Dann Prosenik einmal auf links. Herauf. Wieder Stumpf. Ja, yes, solche Chancen vergibt der Christian Stumpf. Aber wie gesagt, lange Zeit nicht dabei gewesen. Noch einmal die Kopfballvorarbeit von Herauf. Und noch einmal Stumpf hat das 1:0 auf dem Fuß. Sorgenfalten bei Klaus Heutinger. Neben ihm Marinko Ivsic. Der Co-Trainer. Dann Waldhör an Konsol vorbei. Immer wieder die Rieder gefährlich. In dieser Phase noch mit Konter. Glasner! Das hätte jetzt das 1:0 auf der Gegenseite für Ried sein können. Ein gutes Match mit vielen dramatischen Szenen und vor allem vielen Torchancen. Noch einmal Waldhör. Jetzt hier Kübauer aussteigen. Hat ein bisschen abgefälscht. Es bleibt beim 0:0. Und auch Ernst Dokopil immer wieder an der Autolinie. Ivanov, der Libero.
Hengster dazwischen. Dann Jovanovic, einer der Mittelfeldspieler. Und einer der wenigen Fehler in diesem Spiel von Ronald Unger. Noch einmal der Fernschuss von Jovanovic. Wieder Waldhör, noch Waldhör und Michael Konzer. Unglaublich, zu wie vielen Chancen jetzt in dieser Phase, kurz vor der Pause, die Rieder kommen. Glänzend reagiert von Konzer. Dann Braas. Die rechte Seite, das ist die Starke der Rieder. Glasner. Und da springen zwei Rieder, das ist Steininger. Daneben. Match ist völlig ausgeglichen, die besseren Chancen kurz vor der Pause, allerdings bereits für Ried. Dann wieder Waldhör. Er ist einfach nicht zu bremsen. Waldhör immer noch. Und Tor! 45. Minute. Helmut Zeller macht sein zweites Tor für die Rieder. Michael Konzer geschlagen. 1:0 auf alle Fälle für Ried. Noch einmal die glänzende Vorarbeit. Mit dem Innenriss schön hereingespielt. Direkt übernommen von Helmut Zeller, dem Leihspieler des FC Linz. Und weiß so schön war noch einmal. Und das ist das Tor zum 1:0. Und dann ist Pause. Schiedsrichter Benke mit der ausgezeichneten Leistung. Da lächelt er noch ein bisschen, dann hustet er natürlich, viel Laufarbeit verrichtet, hat ja sehr gute Kritiken aus Auxerre vom Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund mitgebracht. Die Seiten sind gewechselt, wieder Waldhör. Und immer noch Waldhör. Und die Rapid-Verteidigung dazwischen. 1:0 auf alle Fälle für Ried, 8000 Zuschauer. Das Wetter hat sich dann während der Begegnung auch gebessert. Stimmung natürlich großartig. Angerschmidt. Noch Angerschmidt. Und Waldhör hat wieder abgezogen. Er ist einfach nicht zu bremsen. Walter Waldhör nach Vorarbeit von Angerschmidt macht das hier sehr geschickt. Zwischen drei Rapid-Verteidigern, aber verzogen. Da gibt es auch einige Härteeinlagen. Hier ein Foul von Glasner an die Herauf. Das rote Pfeiferl macht sich auch sehr gut von Schiedsrichter Benke. Dafür gibt es Gelb. Auch hier in der Zeitlupe noch einmal ganz bös. Nicht den Ball, sondern nur den Fuß gespielt. Und dann kommt zum ersten Mal Samuel Ipoa vor den Kamerun der Franzose in die Rapidmannschaft. Aber Freistoß Angerschmidt. Schütterle, guter Doppelpass, Braas! Es hätte die Entscheidung sein können. Etwa, das war nach 65 Minuten, Pavel Braas. Noch einmal, wunderschöne Aktion, Schütterle. Konzer heraus, es bleibt beim 1:0. Ganz selten jetzt die Angriffe der Hütteldörfer. Kübauer kann sich hier durchsetzen, wird ein bisschen gestoßen. Das Match läuft aber weiter. Ja, und was denkt er hier? Was sagt er ihm hier? Kübauer und Unger. Wie sagt der Benke, wie gesagt, ein souveräner Leiter des Spiels. Und während wir auf Benke geschaut haben, das ist der eingewechselte Klinge. Und achten Sie auf die Szene. Foul von Michael Konzer. Torraub in der 74. Minute. Die Szene des Spiels, rote Karte für den Rapid-Tormann. Der Hütteldorfer Anhang natürlich aufgebracht. Noch einmal. Schaut sie hin, ja ganz, ganz klar. An den Beinen, Klinge gehalten. Da gibt es nichts anderes. Torraub und Elfmeter. Rapid hat schon dreimal gewechselt. Das heißt, Ivanov, der Libero, muss ins Tor. Und er trägt mit Fassung. Peter Stöger auch mittlerweile eingewechselt. Auch er ärgert sich über diese Entscheidung. Aber ich glaube, sie geht in Ordnung. Elfmeter, Herbig Drechsel, Tor! 2:0, 74. Minute hier im Innenviertel. Ja, kann Rapid hier wieder nicht gewinnen.
Der geschlagene Ivanov im Rapid-Tor. Der Jubel der Fans, 2:0 durch Herwig Drechsel. Und noch einmal dieser Elfmeter mit links, Ivanov getäuscht. Keine Chance für Ivanov. Eine Minute später ist das Match gelaufen. Das war jetzt die Frage. Pamela Mraz. Wieder auf Walter. Walter, diesmal von links. Trippelt fast die gesamte Rapid-Verteidigung aus. Und 3:0. Tor. 75. Minute. Ivanov zum zweiten Mal geschlagen. Das dritte Saisontor von Walter Walthör. Unglaubliche Szenen, die sich hier in Ried abspielen. Auf alle Fälle die Hütteldorfer nicht mehr vorhanden. Noch einmal das Solo von Walthör. Per Innenstange geht der Ball ins Netz. 3:0 auf alle Fälle. Vor der Woche gab es gegen Salzburg noch ein 0:0 und heute gegen den Tabellenführer ein 3:0. Dann reißt Kübauer mal die Geduld, Solo von Kübauer, immer noch Kübauer, ein bisschen abgefälscht und Ungar. Aber das Match ist gelaufen, wir sind in der Schlussphase. Der Letzte führt gegen den Ersten, sensationell, mit 3:0. Noch ein Freistoß, 2 Minuten vor dem Ende. Für Ried eingewechselt ist Danisejevic in die Mauer. Aber es hat alles nicht mehr viel Bedeutung. Kopfball noch. Das Match ist gelaufen. Didi Kübauer schimpft noch auf Schiedsrichter Bönke. Und in Ried jubelt man. Ried schlägt Rapid mit 3:0. Sie können ihn einfach nicht losbekommen, die Rapidler, den Ried-Komplex nämlich. Drittes Spiel schon ohne Sieg und ohne Tor für Rapid. Man muss mal schon von einer kleinen Krise beim Meister sprechen. Und naja, liegt in der Natur der Sache, dass sie es nachher besonders eilig hatten, aus Ried wegzukommen. Unser Reporter Herbert Stachel hat aber gerade noch zumindest den Trainer vors Mikrofon bekommen. Sehr zu eine Niederlage am Imageverlust eines Trainers, wenn man beim Tabellenletzten nicht gewinnen kann und auch kein Unentschieden machen kann. Ja, wir haben bisher hier auch nicht gewonnen und sind Meister geworden. Also ich weiß nicht, ob es am Image des Trainers schadet, aber es ist natürlich eine Sache, über die man sprechen muss. Es ist so, dass wir hier sehr schwer gewinnen. Wir haben hier noch nie gewonnen und so war es auch heute. Ja, wir haben in der ersten Hälfte ganz gut gespielt, eine halbe Stunde das Spiel beherrscht, haben unsere Chancen nicht verwertet. Mit dem ersten Tor der Rieder ist dann wieder wie zuletzt die Ordnung im Spiel verloren gegangen. Und in der zweiten Hälfte war es eigentlich der Zerfall der Mannschaft. Zerfall, wieso und warum? Ja, der Ausschluss mit dem Tormann und wir haben dann keinen Fuß mehr auf den Boden gebracht, dann war es vorbei. Wenn Sie jetzt die drei Tore genau analysieren, wie sehen Sie das? Ja, das erste Tor ein Fehler im Zweikampfverhalten. Sie sind auf der rechten Seite zwischen zwei Mann durchgekommen, das dürfte nicht passieren. Der Stangelpass war in Ordnung. Dann war wieder ein Verteidiger hinterm Stürmer und der hat das Tor erzielt. Das zweite Tor ist die Abwehr sehr schlecht gestanden. Der war allein vor Konzler. Konzler ist zu spät gekommen, wurde daraufhin ausgeschlossen und dann kann man das Spiel eigentlich nicht mehr analysieren. Gibt es eine Moralpredigt, eine Standpauke für die Mannschaft? Ja, natürlich wird darüber über das Spiel gesprochen werden, ja. Und das wird auch nötig sein. Schwierige Situation für Rapid und Trainer Dokopil vor dem so schwierigen Spiel auch am kommenden Dienstag gegen Casino Salzburg. Kein Rapidler leider bei unserer Außenstelle in Ried. Dafür freue ich mich ganz besonders, dort jetzt den siegreichen Trainer der Rieder begrüßen zu dürfen. Klaus Reutinger, herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Neber. Ja, Herr Reutinger, ganz ehrlich unter uns, haben Sie sich das wirklich erwartet, dass die Serie der Rieder gegen Rapid daheim heute weitergeht? Ja, erwartet nicht, aber wir haben es uns erhofft und es ist so, wir stehen ja im Abstiegskampf und man muss im Abstiegskampf nicht nur gegen die unmittelbaren Gegner gewinnen, sondern auch die eine oder andere Überraschung liefern und das ist uns heute gelungen und diese drei Punkte helfen uns ganz gewiss, dass wir unser Ziel erreichen. Auffallend war beim Spiel, es gab zwei grundverschiedene Spielhälften. Ich glaube, das 1:0, das war der entscheidende Punkt in diesem Spiel. Ja, es ist richtig. In der ersten Halbzeit, besonders in den ersten 30 Minuten, war Rapid sicherlich die effektivere Mannschaft, hatten auch die eine oder andere Tormöglichkeit.
Und mit dem 1-0, der zu einem sehr günstigen Zeitpunkt fiel, dieses Tor, kurz vor der Halbzeit, haben wir das Spiel dann sicherlich in den Griff bekommen und auch verdient gewonnen, denn wir hatten noch die eine andere Möglichkeit, dass wir diesen Sieg auch höher hätten ausfallen lassen. Zeller hat dieses so wichtige Tor erzielt, einer der Neuzugänge beim SV Kelly Ried. Herr Reutinger, Sie haben in einer Zeitung verlauten lassen, Sie meinen, Ried hat am besten von allen Clubs eingekauft in der ersten Division. Stehen Sie da dazu? Ja, da stehe ich dazu und alle vier Neuwerbungen von uns sind jetzt auch Stammspieler und passen zu uns sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Ich darf auch ein kleines Geheimnis verraten, wir haben ja mit Kasimir Wegschin einen Bombenverteidiger bekommen. Unser ehemaliger Spieler Adi Leschak hat mir den Tipp gegeben, dass er zu haben wäre und unser Verein hat das ermöglicht, wenn auch viel Geld dahinter steckte und mit ihm haben wir doch den Garant, dass wir uns hinten konsolidieren und dass wir vor allem hinten besser stehen. Wir hatten ja im Herbst die mit Abstand meisten Tore erhalten und jetzt stehen wir besser und das ist auch vor allem ein Verdienst von Kasi. Klaus Reutinger, dann danke ich einmal fürs Warten und wünsche auch noch viel Glück in dem sicherlich sehr, sehr harten Abstiegskampf. Dankeschön nach Ried. Danke. Ja, meine Damen und Herren, gleich geht es bei uns weiter und zwar mit dem Spiel des Tages.